wir schaffen's! Neuer Rekordbrecher Nummer 1! Dortmund für alle! Ja, können wir machen, ich zeig dir mal nicht. Ey! Arschloch, du ein verdammtes Schwein! Marco hier auf meiner Insel! Wie? Ich möchte dich gerne buchen für Samstagabend. Der alte Stiefel. Ich gebe dir jetzt 1 Million. Ich freue mich so auf Samstag. Wunderbar! Du musst jetzt dein Können zeigen, dass du hier landen kannst auf der dünnen Straße. Versprochen. Schaffst du nicht. Doch, ich glaube an ihn. Ja, ja. Ah, okay. Vielleicht auch nicht. Was war das denn? Sehr häufig. Also, das war ja wirklich die allerletzte Landung. Schäm dich. Wir fliegen jetzt ganz hoch und dann springen wir wahrscheinlich raus, oder? Ja, genau, wunderbar. Du bist das wirklich der beste Flieger. Ohne Scheiß. Mickey, ja genau, wieder cheaten. Komm her auf. Also das war ja peinlich. Was möchtest du denn machen? Nur noch peinlich. Ist mein neuer Freund mit dabei? Ja, man ist jetzt drin. Du kannst jetzt abspringen. Danke für deine Teilnahme. Ich hab keinen. Okay. Oh, nein, wer springt denn jetzt? Nein! Hat Hogan keinen Fallschirm? Mann über Bord. Er hat wirklich keinen. Mann über Bord. Ohne Fallschirm. 1, 2, 3! Oh, die Jessie ist aber unsauber geflogen. Wie mache ich Fallschirm auf? Wo sind die alle? Bin da, auf einem Haus. Hier kommt Lester, Grant, beliebt bei den Fans. So scharf wie ein Messer, ja, man Dortmund, ihr kennt's. Roll den roten Teppich aus, denn Leute, ihr wisst, trag die Kugel feste Weste, hier kommt die feuerrote Bild. Hier kommt Lester, Grant, beliebt bei den Fans. So scharf wie ein Messer, ja, man Dortmund, ihr kennt's. Arroganter geht es nicht, und Lester wie der Männer blickt. Eingebildet, aber schickt den Männern in die Kirche. Ich stell den Scheißnamen ausgebeutet, ohne Blut. Oh, das war Desi. Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Bin ich zu laut? Bist du zu schwach? Wir bleiben. Yay! Keiner war in Dortmund, hä? Aber ordentlich. Bam, Junge! Dich hab ich aber gefühlt. Ich fahr rückwärts. Kennt ihr? Die Kuhle fahren immer rückwärts am Jahrmarkt. Wer kennt's, Chat? Die Kuhle fahren immer rückwärts am Jahrmarkt. Immer. Da unten fährt jemand mit dem Jetski. Hui! Hey! Upsala! Jetzt passiert. Schatz, alles okay? Schatz, alles okay? Wirklich, lass mich in Ruhe. Das war doch keine Absicht! Hey! Eine Drecksau. Eine verkommene Drecksau. Warum geht er nicht hoch? Wer den geilsten Stunt macht gegen das Boot fahren. Entweder ins große Boot rein oder cool. Guck. Bom. Ja! Ja, ich bin oben! Nee. Wer sind denn die Jungs auf einmal? Keine Ahnung. Hallo Jungs. Ich sag mir gerade, ich von dem scheiß Boot runter, ey. Runter, nach vorne gehen. Yo, Homie. Und Abfahrt. Spring. Hast du ein Problem mit mir? Jetzt hat er doch eine Pistole dabei. Ich wusste es doch. Das war nur Spaß. Wir machen das immer als. Ich krieg die Hände nicht hoch. Du machst doch mal die Hände hoch hier. Du machst doch mal die Hände hoch, Madame. Das war nur Spaß. Ey! Ey, doch nicht abknallen! Okay. Ja, er zielt auf mich mit einer Waffe, während ich auf ihn ziehe. Was will der? Dankeschön für den netten Morgen, Arschloch. Wiederschauen. Reingehauen. Jawohl! Upsala. Schöner Abgang. Cowboy! Cowboy! Ich hab's geschafft! Ja! Ich hab's geschafft! Ja! Oh! Jawohl, oh so, ich dachte, das ist sie noch. Jawohl, du bist der beste Cowboy! Hast du die beide kalt gemacht? Na klar, mit solche Jaraks, guck sie dir an, verdammte Kacke, Junge! Pack die verdammte Buddy von verdammten Schwein Drecksau! Hey, ey, ey! Wir sind das Trio! Infernale! Bei uns kommen sie alle! In die Leichenhalle! Wunderbar! Ja! Ich bin der alte Jams. Wie kann ich es kaufen? Kein Fehler machen. Ich bin raus aus dem Menü gegangen.
Hä? Dein Ernst? Mein lieber Sklave und ich wollten gerade die Stadt unsicher machen. Du bist ein lieber Sklave. Bist du wohl, hätte ich eine liebe Sklave. Die Stadt ist leer. Na, nicht, wenn wir da sind. Wir machen immer Ultimate. Oh mein Gott, Tessa, ich zeig dir was. Da bin ich doch dafür. Was ist das denn für eine Kiste? Hupen, Ey, tickst du noch sauber? Nochmal E. Was für Ey? Bruder! Was ist das denn? Opa! Nein, nicht. Oh shit. Komm, ich drück nochmal, ey. Komm, einmal drück ich nochmal, ey. Mann! Ey, Junge. Drück, ey, Junge. Oh nein. Hab es nicht kaputt, der Gerät. Ey, soll ich drücken, ja? Oh. Hey, soll ich dir mal sagen, es gibt hier so eine Sprungschanze, ne? Ich kann nicht mehr raus, das gibt's nicht. Abschnallen. Auto kaputt. So. Abschnallen. Du bist immer angeschnallt. Dickst du noch sauber, mir ey zu sagen? Du kannst über so eine Sprungschanze fahren. Ja, okay, das will ich machen, bitte. Fliegst du 400 Meter und landest auf einem Dach. Ey, das würde ich so gerne machen, Alter. Ja, okay. Können wir da hinfahren, Opi? Ja, Tessa, ich fahr kurz wohin und dann kommt ihr dahin, okay? Und natürlich. Was ist mit deinem Jungen von der NASA? Der kommt mit. Okay, ihr habt grundlegende Probleme, Junge. Du kannst nicht der Sexsklave sein. Bin ich nicht, das sagt er nur. Ja, aber was heißt, das sagt er nur? Das ist dein Außenbild, so stehst du da bei uns. Nein, das ist aber nicht so. Wie gesagt, das Einzige war ein Staubsauger bis jetzt und danach habe ich auf den Teddybär gewechselt. Sonst hat sie noch nicht. Und ich habe einen Kollegen, der hat eine Heizung. Das ist einfach so, der lügt. Was macht man denn mit einer Heizung? Das habe ich mich auch gefragt, aber der hat gesagt, diese Schulheizungen. Das hab ich mich auch gewundert. Was ist denn mit Heizungen? Was zum Teufel? Ja, der heißt Martinez, Leroy Martinez heißt er. Was macht man denn mit einem Heizung? Das habe ich mich auch gefragt. Der meinte diese fetten Schlitze dazwischen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn die leicht angewärmt ist. Wenn die leicht angewärmt ist, das ist das schon. Lass es bitte. Ja, aber dann, Jungs, dann musst ihr auch ein bisschen Vaseline nehmen. Tipp von mir. Und kennt ihr das? Wusstet ihr, dass die Innenseite sich von eurer Wange, wenn ihr gegen die Backe leckt, sich anfühlt wie eine Vulva? Oder wir machen das gerade alle, kann das sein? Ja, das wollte ich erzählen. Jetzt geht's los! Viel Glück! Aber stell dich ungefähr hier hin und. Was erzählt der mir für einen Scheiß? Und wie war's? Hat nicht gereicht mit eurem Kack! Oh! Upsala! Hoppla! Hey, oh Junge! Oh. So weggemümmelt. Es hat nicht gereicht. Es ja, hat einen Meter gefehlt. Natürlich. Arme, einmal tot. Noch, komm, Junge. Nein. Dann landet das Ding auf dem Dach und wir kriegen es nicht mehr runter. Du musst oh, runter, Cowboy. Oh, Halleluja, Cowboy. Lasst uns beten für ihn. Wo immer er auch ist. Das heißt, er wird ein besserer Mensch. Okay, Amen. Let's go. Ich bin bereit, Scheiße. Los! Komm, Junge. Go. Ja! Ich hab's! Jawohl! Du bist der schärfste Typ, Theo. Wunderbar, Jungs! Bam! Ah. Mach doch ihren Scheiß alleine ab sofort. Was macht denn der? Wieso bringt denn der alle um? Ich wollte keine umbringen. Du bist auf dem Dach gelandet, Mann! Woo. Ich hab's geschafft! Sehr gut! Gesund ausgesehen. Oh. Hab ich jemanden erwischt? Verdammte Scheiße! Wen hab ich denn erwischt? Einmal die Stück mit den roten Hahn. Nein, die lebt doch, so meine. Kannst du den Cowboy reanimieren? Nein, kann ich nicht mehr machen. Einmal bitte ein Stück zur Seite. Gut, dann schönen Feierabend. Und Abfahrt! Drück die Hupe, sonst drück ich keine Hupen. Ey! Alter! Die hat's auch geschafft! Die hat's beim ersten Mal geschafft. Bam! Und wie war ich? Stabil auf jeden Fall, Mann. Spektakulär. Oh, nee. Noch nicht sein. Jawohl. Komm, Junge, noch ein Stück. Komm. Ja, war gut. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Bei Air von Alge. Wir fliegen von Dortmund Hauptbahnhof nach Amsterdam. Wir servieren Tomatensaft und warme Taschenmuschi. Please enjoy. Dear passengers, this is speaking the Captain Ober.
Ich sag, ob ich hier hochkomme. Cloudy, cloudy, windy outside. Nein, das ist nicht. Oh oh. Okay, ich muss Anlauf nehmen. Nein, ich bin ein guter Pilot, keine Angst. Das ist minder, ja, das sehe ich ja schon. Sonny, ich wusste nicht, dass du fliegen kannst. Doch, kann ich lange. Okay. Max ist bester Pilot der Julius Element. Normalerweise startet man Flugzeuge auf einer Brücke und nicht unter einer Brücke. Das wird nichts, Opi. Natürlich. Wo ist denn das schöne Flugzeug her? Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe. Ja, auf zu heulen, der kann das schon. Solange sein komischer Knecht nicht fliegt, ist alles gut. Wer ist denn nicht mein Sohn? Na, der kleine mit dem Locken. Oh, noch! Aber ich flieg doch! Hoppa! Ab geht's in den Über den Wolken! La la la! Grenzenlos sein! Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, ihr Element! Liegen runter, verborgen und dann manchmal lang! Wir werden sterben. Wir bringen gleich rückwärts. Du weißt, irgendwas ist Oh, da piepst was. Warum piepst da was? Schwerelosigkeit! Ich bin noch jung. Wer F drückt, ist ein Ehrenmann. Der Korn von gestern kommt mir gleich hoch. Kannst du auf ein Haus landen? Ich kann so suchen. Theo, bist du so dumm oder tust du nur? Einmal auf ein Haus landen. Oben auf ein Haus mit einem Jet stehen. Bitte, auf einem Hochhaus. Oh, verdammt. Das kommt nicht ohne. Der kommt gut. Deine Frau ist ausgestiegen, Theo. Warum ist sie ausgestiegen? Wir haben Tessa verloren. Oh no. Stehen bleiben. Ey, steig doch zu uns ein, Junge. Oh, mein Gott! Was machst du denn? Ich dachte, also ich hab's falsch eingeschätzt. Danke, dass Sie sich von Air Berlin anfangen lassen. Ich hoffe, Sie haben den Flug genossen. Wollen Sie mitfliegen, Sir? Komm, steig ein! Oh, was machst du denn? So grenzenlos sein. Okay, wir müssen gucken, wo... Alle Sorgen, wo ich finde, Macebank Tower ist gar keine blöde Idee. Ich kann's versuchen, aber ich hab's noch nie geschafft. Ich sag's euch so, wie es ist. Ja, komm, das schaffst du. Ich sehe schon, ne? Du schaffst was! Du schaffst das, mein Zahn, ich glaube an dich. Schaffen. Ja, wir schaffen das. Oh, ja, genau. Komm! Los, Max, du schaffst es! Nein, das schaffen wir nicht. Doch, das schaffen wir nicht. Oh! Okay, zweiter Anlauf, Zeit. Oh. Meisterpilot. Zu viel Wind. Höher und dann früher abbremsen. Ja! Schön einlenken. Ich spür's, das wird was. Fahrwerk raus. Runter, Fahrwerk runter, bremsen! Runter mit dem Gas! Ja! Oh mein Gott! Ja! Jetzt kommen wir nicht mehr an. Oh, ich bin ausgestiegen. Oh, verdammt. Oh, verdammte Scheiße. Hallo! Warum seid ihr ausgestiegen? Wir kommen hier nicht mehr runter. Doch, wir kommen wieder hoch, komm. Hallo, hier unten! Kannst du uns einen Stockwerk höher fliegen? Auf jeden Fall. Gut, einen hoch. Woher kommst du? Dankeschön. Ich habe euch gerade von oben zugeguckt, von den anderen. Können wir mal reparieren? Super. Vielleicht kann ich... Upsala! Ich schau gleich. Tessa, hör doch auf, immer auszusteigen. Was machst du denn? Zieh hoch, Junge! Oh, Scheiße. Oh nein. Ich hab euch geliebt. Nach Ja! Oh mein Gott, wir werden sowas von sterben. Ey, der geht nicht hoch! Fahr die Fußwerke halten. Es war schön mit euch. Zieh lieber hoch. Ich lande hier. Oh mein Gott. Ich wette, er hat die Zunge draußen. Welche Zunge? Also, falls wir das nicht überleben, Bro, ey, das ist einfach meine Idee. Lass mich doch nicht fliegen mit deinem Scheiß! Bitte, du geiler Käfer. Danke, du geiler Opa. Ja, brauchst du eine Abholung oder was? Wir brauchen einen Siebensitzer oder so. Ja, ich hol noch einen Gardinmann. Ja, was sind deine Homies? Hey, Opa, was geht? Gib uns den, dann holen wir schnell ein Flugzeug. Das ist ein geiles Auto. Ich bin bereit. Ich mach mal eine Testrunde. Mein neues Flugzeug. Wollt ihr mir nicht gratulieren? Gibt's hier kein Gurt oder was? Ach, Quatsch. Hallo, gibt's hier irgendwo Kotztüten? Oh Mann, der Rektor. Ey! Oh! 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 Warum denn?
Ja, da ist sie, schau, da ist sie. Was müssen wir machen? Gib schnell Anweisung. Schnell reingehen und einfach einsammeln. Einsammeln. Reinstellen. Okay. Und alles wir müssen jetzt, Leute, Ruhe ganz kurz. Wir müssen jetzt sammeln und wenn voll ist, dann müsst ihr das ins Auto packen, die Teile, okay? Ich verstehe kein Wort, Junge. Wir werden sterben, das ist ein Scheißplan. Wieder nichts gefunden, so eine Kacke. Ich deine Aussage, man, zu 100%, Digga. Also wir müssen rennen, wenn welche kommt, rennt auch mal ihr Leben. Wohin denn? Welche Richtung? Ja, wohin denn? Ins Gebirge oder was? Alle ich bin 83, als ob ich da ein Klettern anfange. Habt ihr schon was gefunden? Ich finde den Plan prima. No. Ich hab Tessas Höschen gefunden bei meiner Tasche. Der geile Hopper wieder. Ja, und Rainer muss man nur hier suchen. Oh, ich hab einen Eisbären, Eisbahn gefunden. Gleich kommt jemand und knallt uns alle ab. Ja, so sieht's aus, Mann. Wir müssen echt Gas geben. Wo rennen wir dann hin? Habt ihr schon eine Idee? Welche Richtung? Ich geh zu den Röhren. Wir könnten auch einfach stehen bleiben und sagen, wir machen eine Demo. Wir singen, wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrrad, wenig Fleisch. Und natürlich Dosenbier. Er sagt doch immer Blümchen, Blümchen. Er sagt immer Blümchen, Blümchen, ja. Ist euch klar, dass die wollen, dass wir das in Guardian legen, damit die dann Waffen bauen können, die Schweine? Ich wollte gerade sagen, wir können eh nichts ablegen, ne? Ah, da kommt jemand! Schnell weg! War nur Spaß. Oh mein Gott. Hallo, war nur Spaß, Noch ein Handstück, ich habe drei Sachen schon. Also das heißt, wir fahren eine Guardian in, der Rest auf Motorräder und da können wir uns verteilen. Wir teilen uns einfach auf, André. Ja, wir nehmen die beiden Routen, eine Gruppe geht auf die andere auf die andere und dann tauschen wir. Okay, dann erklär das gleich den anderen, ich pack gut zusammen. Ich kann es verleihen. Und dann am allerbesten ist, ich fahre mit ein, zwei Leuten zum Waffenhersteller und probiere alle herzustellen, bevor wir da zu viele sind. Ich würde dir einen nicht unerheblichen Geldbetrag geben, wenn du mir eine Nacht mit Tessa klammerst, du geiler Käfer. Wie viel? Ah, das ist ein geiler Typ. Mit 2 Millionen. Ja, schick rüber. Du brauchst doch Geld, oder? Was kostet die Karre? Was kostet die? Schatz, wir können viel Geld kriegen. Leg die auf, die Alte. Mach ich. Der Deal steht, Junge. 2 Millionen. Wir haben jetzt dann ihre Arme. Wir am ganzen Leben machen. Und den Refrain singen alle mit, sonst bin ich sauer. Ich will Stimmung in der Butze. Everybody in this hood. Unser Opa, unser Opa ist der beste von der Welt. Ich bin völlig geisteskrank. Oh, verdammt. Hui. Jocho, du schaffst es. Oh! Ist da jemand runtergefallen? Noch, aber fast. Oh Gott. Fahr, mein Schatz. Dein Motorrad raucht. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Langsam, na langsam. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, shit. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Also wenn das alle geschafft haben, Halleluja. Mein Motorrad ist kaputt. Steige auf. Oh, du bist aber auch schwer hinten drauf. Sie haben 50 Jahre inklusive Bierbauch. Oh, das macht sich bemerkbar. Wir haben ein Motorrad verloren. Hallo. Sehr gut, keiner wird zurückgelassen. Das ist die Mentalität, Siegermentalität. Oh. So werden wir Weltmeister. Desi, ich habe mir in die Hose gekackt, hier hochzufahren. Na, Opa, wie geht's dir? Ich bin Opa, grüß dich. Eins, zwei, wo ist denn die Startbahn? Drei! Runter, wo wir hochgekommen sind, los, ab geht's, hier runter. Ach du Scheiße! Tessa! Theo! Ich bin Ei! Ei! Bleib! Ui! Eins schon verloren! Ui! Komm, ich schaff's, du schaffst es. Junge, einfach auf die Beine landen. Ah, da sind die doch. Oh! Polizei, immer Vorbildfunktion. Uiuiui. Normale stehen bleiben hier. Was willst du denn? Scusi, warum? Ey, pass mal ein bisschen auf mit dem Scheiß, Mann! Ah! Renn, die Bullen! Die Bullen! Lauf, lauf! Ah! Ja, komm. Zeig ab da. Ich kann nicht so schnell. Lauf, Theo, lauf! Was ist denn ihr Problem, Polizei? Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, was mein Kollege hat. Was ist denn das Problem? Was, Theo, mitkommen, Mann? Theo, du gehst nicht mit. Theo, du, wir müssen.
Wir müssen den Sprung wagen. Was wollen Sie denn von dem Herrn? Hallo, was ist denn passiert? Ja, was ich von ihm möchte, ich habe ihm 1 Million Euro gegeben, damit er an meinem Geburtstag eine Show macht in dem Stiefel und er kam nicht. Oh. Ja, dann müssen Sie ihn zivilrechtlich verklagen. Was willst du denn von mir? Ja, Theo, da kannst du dich erinnern. Davon weiß ich nichts. Ich bin sein Manager. Unter 5 Millionen tritt ja gar nirgends mehr auf. Ich habe ihm schon Geld gegeben. Ja, aber 4 zu wenig. Legt noch 4 drauf, dann können wir drüber reden. Mein Geburtstag ist schon vorbei. Gut, alles klar, Ramirez, wir gehen wieder. Dann feiern wir nach. Dann gib ihm noch 1/2 Million, weil er fast gekommen wäre. Ich finde das nicht cool. Ich wollte nur sagen, dass ich das nicht cool fand, Theo. Ich bin enttäuscht. Ich leide unter Gedächtnisschwund. Komm, ich hab in die Hose gekackt, was der will jetzt. Ich hab Schlepphoden, Wanderhoden. Er hat dir gar nichts gegeben. Hat er, weiß von nichts. Wow. Ich war hier noch nie. Locke. Ich bin noch nie falsch im Springen hier. Oh, ich hab Angst, Locke. Nein, ich war noch nie. Oh, noch nicht. Noch ein bisschen, vielleicht 5 Minuten. Guck mal einmal runter, Jungs, guck mal runter. Geh einfach hoch, ich guck runter. Nein, hey, guck nicht runter. Das mag ich nicht. Guck nicht runter, sonst fällt hier gleich noch um. Oh, war fangen cool, und meine Herz klopfte. Noch höher. Oh Gott, Max, ist echt okay, hoch, ihr tickt nicht richtig. Okay. Letzte Stufe. Ich will dir noch was zeigen. Ich hab Angst. Oh mein Gott, oh, ich hab wirklich Angst, das kann nicht sein. Wieso, ich hab... Cowboy. Oh, die schubsen, die schubsen. Okay, und jetzt machen wir noch eine. Wir machen jetzt so eine Mutprobe, okay? Okay, ich hab schwitzige Hände. Okay, wir machen eine Mutprobe. Geh mal zur Seite mit der Cap. Und guck mal hinter mir, sonst fall ich runter. Nein, oh mein Gott. Okay, wer macht's? Wer geht vor? Jungs, das ist zu gefährlich. Ich bin 81, ich bin eh tot. Nein, gleich tun wir Fliegenmarke. Du kriegst doch deine Hände. Ich bin drogenabhängig. Oh mein Gott, ey. Mein Handy klingelt. Siehst du noch sauber? Wie hast du denn? Ich bin hier in die Mutprobe. Ah! Klasse, guck mal, es sieht. Er läuft, Locke macht es gut. Okay, okay. Ah! Das hat er gefallen. Ah! Hey, der ist tot. Ah! Da ist noch einer gefallen. Jungs, ich schieße, dann springen wir, ja? Ich schieße, dann springen wir. Nein, warte, lass dich noch weiter hochgehen. Und immer noch ein Stück hoch. Ja, komm, geh. Also, einer ist gestorben. Ey! Komm, ey! Oh mein Gott, das ist krank. Mal hinterher, Theo! Was machst du denn, du Jod? Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit... Boah. Hä? Ciao, Bella. Jetzt komm ich auch hoch. So, du hast ja die keine Fallschirme, ist das richtig? Oh, so geht's. Und jetzt... Hallo! Oh, ich hab's geschafft. Wunderbar. Jawohl! Hallo Schatz, hier ist der Papa! Hallo! Sag Ciao zu deiner Freundin, Papa Angulo! Ich lebe an dem Toten! Wo bist du denn? Ich bin unter dem Toten! Du Scheiße! Mach Platz, Junge! Der Tote, mach den weg, mach den ab! Der schimmelt schon! Das geht nicht, du. Glaub ich nicht. Geht das mit Einwegschirm? Schneid den ab, der verwelkt schon! Will einer vorbei von euch rennen? Nein, alles gut, lauf ruhig langsam, alter Mann. Ja, Maximilian. Lass dir die Zeit, wir haben die Zeit der Welt. Maximilian. Pass auf! Oh. Mann, Maximilian, du regst mich auf. Halt die Schnute jetzt. Und wir springen gleich alle hintereinander mit dem Köpfer. Wie mache ich Köpfe? Einfach springen, du machst das schon, das ist intuitiv. Lasst uns Royal Rumble machen, jetzt Royal Massenschlägerei. Rumble. Letzter, der steht nicht hier oben. Oh! Drei, zwei, eins! Ey, Schatz, das war Spaß, bist du blöd? Ja, Schatz, sag mal, bist du bescheuert oder was? Was ist mit euch? Wir springen jetzt, ihr habt das kaputt. Schwund ist immer, Jungs. Maximilian, renn! Nein, du. Eins, zwei. Wow! Nein, ich bin falsch gesprungen! Für vorne! Geht da vorne noch weiter. Okay, ich komm. Schatz, ich renn. Zurück, Jungs! Ich lebe! Oh mein Gott, ich habe. Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe noch! Meine Frau hat's wieder mal nicht geschafft, ne? Ja, war klar. Guck mal, seht ihr die Brücke da hinten? Die blaue da ganz hinten, die ist ganz hohe. Nein. Da gehen wir jetzt gleich hin. Wow. Ja, war klar. Wir gehen da gleich hin, vielleicht siehst du die nicht, weil du schon älter bist. Hey, hör auf mit Altersdiskriminierung, du Arschloch. Über 30 ist mein Rentner.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr ein bisschen suizidgefährdet seid, ja? Ich hab Schwerboden, kannst du das mal angucken? Die wilden Kerle sind wir. Wir stehen doch alle noch munter hier. Die alte war voll scharf auf mich. Dick so nicht sauber, der war überhaupt nicht scharf auf dich. Lady, haben Sie mich geblickfickt mit Ihren Augen? Ein bisschen, ne? Was ist das für ein Wort? Das habe ich ja noch nie gehört. Blickficken. Nix. Ah! Der geht runter. Ich fahr mit der Geste hier, ihr Arschlöcher. Und los. Deine tolle Frau. Blaue Brücke, wir klettern auch. Ja, wir sind am Kratzen. Ah! Das wird uns irgendwer abholen. Upsala, da ist gerade eine abgekratzt. Ja, das geht nicht. Wir sind auf der Brücke. Ich kann nicht runter. Ich habe Angst. Ja, dann schick uns Chief. Freunde, ich schick den Cowboy. Also mir. Ciao. Cowboy. Du musst ins Krankenhaus, die anderen abholen. Ich habe kein Auto. Komm, dann gehen wir erstmal hier hoch. Dann vergiss das erstmal wieder. Hey, ich schaff das nicht, Mann. Oh. Mach ihn daher. Hui. Oh, Achtung. Cowboy! Ich mach kurz einen Powernap. Die Medics kommen, ich höre die doch. Ja. Okay, wir müssen den leider den Notfallsanitätern übergeben, ja? Ja. Nicht ein einziges Mal ist das neu, ne? Oder ganz selten, fast gar nicht, reanimiert worden. Ist bei Immortal ist neu, ne? Warum nehme ich die schon wieder? Das habe ich. Die rennt nicht mehr hinterher. Huch. Wendler. Wunderbar. Das war deine alte, oder? Ja, komm. Lass sie stehen. Geht nicht mehr ran. Muss ich mir Sorgen machen? Hat der Nächste mitgenommen. Kann's doch nicht sein, oder? Lass sie doch auch mal. Wie, lass sie doch auch mal? Lass sie doch auch mal, Mensch. Was macht deine denn gerade? Ich hab mal hier, mal da. Ja. Scheiße. Und bei deiner ist auch der Postbote gerade wahrscheinlich anwesend. Die Fickerei macht doch keinen Sinn, Mann. Das macht dir keiner so schön wie du selber, verstehst du? Was heißt das denn? Das macht dir keiner so schön wie du dir selber, mein Freund. Da können die Schrauben und Drehen an dem Ding. Das kann keiner so wie du. Na, das glaube ich dir, dass du das kannst. Ich bin immer noch am Krankenhaus. Hör mal, ich trage dich da hoch, ist das okay? Wie heißt das hier, wo wir sind, wo die Chance ist? Ja, da wo die Chance ist. Ja, dann schick mir doch einen Standort sagen. Sag irgendwem, der fähig ist, dass er mir einen Standort schicken soll. Nö, jetzt sage ich es keinem. Ich leg dich kurz ein an und dann trage ich dich hoch. Ey, warte, soll ich dich hochtragen? Ich lass mich von den Frauen nicht mehr verarschen, Jungs. Das sage ich euch heute hier, wieso, wie es ist. Ich kenne das, darum hatte ich noch keine. Hab ich dir noch gesagt, Mann, du hast gar keine harte Hand, Mann. Ich sag euch das. Bist du selber schuld, yo. Ey, jetzt hier, Käsemann, soll ich dich hochtragen, bevor du wieder runterfällst? Wer ist denn hier der Käsemann? Ja, du kommst doch aus Holland, oder nicht? Ja, uns steht auf meiner Stirn Gouda oder Emmentaler. Ja, man sagt doch so, Käse. Ja, trag mich bitte hoch. Ich trag dich nur ein Stück und ab da kannst du weiterlaufen. Trag mich komplett hoch, bitte. Ich hab's in die Beine. Aber du bist schon ein bisschen dicker, weißt du? So, pass auf. Dann leck mich doch am Arsch. Sei froh, dass ich kampfunfähig bin. Wie alt bist du denn, Pinguin? Ich bin 16. Kommt, muss ich direkt vor wie Trimac. Oh, Mann. Das ist nichts für mich, diese Höhen. Für was sind wir hier hoch? Ich. Spinnst du? Der Strom aus. Mann. Tickst du noch ganz sauber? Die ganze Nacht und der ganze bis jetzt. Sag mal, ich bin hier drinnen. Na und? Auf der Golden Gate Bridge. Dreh ich mir egal. Geh ab das jetzt. Ist zu lang. Ja. Ich bin doch kein Kleinkind. Doch. Verschwind. Nein. Schluss jetzt. Fertig. Vergiss es. Geh. Das ist zu lang. Geh jetzt. Du wärst krank. Bitte. Bitte. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Gleich bin ich fertig. Halbe Stunde noch. Ich gucke auf die Uhr. Halbe Stunde, Stunde. Mensch, jetzt ist zu viel. 2 Stunden 3. Ist gut. Das ist zu viel. Ja. Du hast die ganze Nacht, machst du das schon? Nein, ich bin... Du hast schon ganz... Ich hab's so gesehen. Du hast ganz rote Augen. Komm, ab. Jetzt ist gut. Geh jetzt, bitte. Falschen Sturm, falschen Herzschlag, Herzinfarkt. So. Nein. Komm bitte, sonst ich dreh den Schlüssel von innen um. Ich mach den Hauptschalter aus. Dann hast du keinen Strom mehr. Ich zieh das Kabel aus dem Internet runter, ist ja bei mir. Mach nicht so lang. Hörst du? Ja, bin gleich fertig.
bis 8. Nein. Ja, doch. Doch, nicht alles gut, nichts passiert. Ich bin da. Ja, ich glaube nicht, dass du das hier schaffst ins Wasser. Doch, doch, der schafft das. Komm, Theo, wir glauben an dich. Anlauf nach unten und dann links rüber, durch die Lücke. Das wird groß. Ja, ich glaube auch. Warte da. Komm. Ja, fast. Ihr könnt springen, ich hab's geschafft. Gucken Sie sich mal diese Verletzung im Brustbereich an. Dein ganzer Darm guckt da raus. Der ist ordentlich aufgeplatzt, ja. Uiuiuiui. Ein lieber Mann. So, das machen wir mal. Schieben wir mal alles zurück da. Boah, stinkt das. So. Widerlich. Muss ihn leider übergeben, ne? Das ist klar. Da kann ich nichts mehr machen. Das müssen die im natürlich. Krankenhaus richten, natürlich, ja? Natürlich. Einfach Kleinholster. Ich mach kurz ein Powernap, ja? Fahr du weiter. Ist das dein Ernst? Moinsen. Hallöchen. Chat, ich krieg irgendwie nichts mehr mit. Ich bin irgendwo in einer Scheinwelt drin. Ich sag's euch ehrlich, ich bin in einer Scheinwelt drin. Ich krieg meine Mündung nicht aufgehoben. Opa. Da liegt eine. Ja. Ich krieg meine Mündung nicht aufgehoben. Die kriegen nicht aufgehoben. Weil die sind zu nah, die müssen weggehen. Gib mal weg. Jawohl, hat geklappt. Wir können gehen. Was passiert jetzt? Hört mal zu, wir haben jetzt 3 Sachen gesammelt, jeweils 5 Stück. Die anderen 3 Sachen gehen wir jetzt im Dorf sammeln. Dann haben wir insgesamt. Warum schreist denn du immer so? Das frage ich mich halt auch. Lass ihn doch! Genau auf der Seite habe ich Hörgerät. Ich höre das so laut. Jetzt beruhig dich doch. Du kriegst noch Aneurysma. Ich bin mal laut. Das wird schon funktionieren. Moment, einer muss gucken gehen. Seid ihr alle im Funk? 444, bleibt mal stehen. Ich geh gucken. Bleibt mal stehen. Nix. Oh, da ist ein Heli. Da ist ein Heli. Das ist Kallis. Das ist Kallis. Nein, erste. Ja. Langsam. Ey, bleibt mal locker jetzt. Zurück. Taktisch. Da ist niemand, der labert doch. Ich sehe auch niemanden. Komm, Frau. Da steht ein Heli. Kann Tessa nicht mal ein bisschen Ablenkungsmanöver machen? Tessa, geh doch mal hin ohne Schlüppi. Ohne Schlüppi aber, das ist wichtig. Und Jessie läuft wie eine Antenne, läuft sie hier rum wie eine Ampel. Tessie, also so blöd, Mann. Also die ist aber auch wirklich von der Dummheit auch gestraft. Ich kann Lippen lesen. Der eine sagte, er will Sauerbraten essen. Ja, die haben dich schon gesehen. Okay. Ja, die steigen jetzt ein und bleib liegen, Mann, ey. Warum steht ihr? Jetzt haben sie uns gesehen, leider. Ich lass mich hier mal so ein bisschen runterrutschen, Moment. Achtung, die kommen. Ich hab's euch gesagt. Nein. Wir sollten weg. Die kommen, ich hab's euch gesagt. Bleib liegen. Die haben uns gesehen. Nein, liegen bleiben. Der kommt her. Liegen bleiben. Lauf zum Auto. Bleib liegen, Junge, wir bleiben hier. Bleib locker. Wir stehen unseren Mann. Wir schlafen doch nur. Wir sagen, wir wohnen hier. Achtung, die kommen. Ja, wir sind gestürzt beim Wandern. Ey, Arschkrampe. Was ist denn hier los, verdammte Scheiße? Also, steht auf. Mach es hier nicht, Fuchs, steht auf. Fire. Oh nee, der Opa. Ich bin ein Scheiß an der Stelle. Was hat denn hier beim Schlafen, Mann? Bleib mal weg von mir. Wer stört denn hier beim Schlafen, Mann? Ihr hört mir jetzt zu. Ihr bleibt da. Ah, Theo, lauf. Da bleib wohl, ich schieß euch in die Fresse. Ich sag's euch. Letzte Chance. Du bleibst. Ihr bleibt jetzt da oder ihr kriegt einen scheiß Schuss in die Fresse. So einfach ist das. So, Tessa und ich auch sehe, die alte Bitch. Steh auf jetzt. Komm da unten hoch, aber zack jetzt. Wer ist das eigentlich? Opa. Ach du Scheiße, der Opa ist runtergefallen, der Trottel. Oh mein Gott. Der ist so lost, der Typ. Ohne Witz. Hast du gerade eine scheiß Waffe in der Hand? Ich bin eine Bergziege. Kann man hier hochklettern? Oh, okay, das geht auch nicht. Bist du bescheuert? Hallo? Du lebst. Wo bist du? Ich bin von deinem ihre Holzzaun. Ich glaube, ich höre dich. Wow, du hörst mich. Wo bist du denn? Bin im Busch. Ich bin in irgendeinem Busch. Ich auch. Ich renn jetzt rein. Siehst du dieses große Haupttor? Ach, das bist doch du! Bist du bescheuert? Leg auf! Okay, pass auf. Wie machen wir das? Wir müssen da rein und den Helikopter holen. Oh, du hast mich todes. Ja, du mich auch! Verdammte Kacke! Was machen wir jetzt? Rennen wir rein, klauen den Heli und hauen ab. Guten Abend.
nicht drauf. Geht nicht drauf. Die andere, komm. Das geht auf. Ich weiß nicht, ob wir den nehmen dürfen. Das, warum? Du bist an der falschen Seite eingestiegen. Ich kann nicht fahren. Ich kann nicht fahren. Fliegen, fliegen. Ich kann nicht fahren. Flieg du. Wir sind eingesperrt. Aussteigen. Okay, wir steigen aus. Ich kann nicht mehr raus. Ich kann nicht mehr raus. Nein, er hat ja auch abgesperrt. Komm, Schatz, schnell. Hier rein ins Haus. Hier sind wir sicher. Auf jeden Fall. Wir kriegen einen Heli, hey. Ja, das wird aber von... Wir werden sterben, hey. Von die Carlo sein, oder nicht? Da ist ein Heli. Ja, reg dich doch ab. Das ist doch Oranjefarbe. Das ist die Farbe des Friedens. Okay. Wir nehmen uns den Helikopter und dann hauen wir ab. Du musst die Unauffälligkeit mit Auffälligkeit überspielen. Ja, klar. Wir sind ganz normale Verwundete im Berg. Ich habe mich wirklich perfekt der Natur angepasst. Dem Stein entlang. Guck mal, so macht man das. Upsala. Dann schnell weg, lieber. Upsala, Frau. Was ist denn da passiert? Bleib ruhig, bleib liegen. Ich hol dich gleich. Ich hau erstmal ab. Pinguin, du Idiot! Komm! Moin, meine Zuckerpuppe. Komm mal raus da. Verdammte Kacke. So, Hände hoch, Hände hoch. Hallo? Wir tragen die gleichen Farben. Wir kommen aus verbündeten Ländern. Sprecht ihr meine Sprache oder sollen wir uns mit Hand verständigen? Wir haben nichts mit dem Land zu tun, Bruder. Wir sind doch bei alle Oranje. 420, oder nicht? Das ist der internationale Code für Freundschaft. 420, einen durchschrauben. Und dein Pinguin-Kollege lebt noch, oder? Oh, das ist schön, das freut mich. Was sucht ihr hier? Wir waren hier oben auf Wanderschaft. Auf Wanderschaft? Oh, ja. Hat euch noch keiner erklärt, dass Rot gleich tot ist? Pilze, Junge, sammeln. Pilze ist aber die ganz falsche Richtung, oder? Magic Mushroom. Kennst du das nicht, Free 20? Pinguin, nicht Pilz. So, wie viele wart ihr? Weiß ich nicht. Ihr habt es hier oben aber schön in den Bergen. Na, kuschelig würde ich es anders nennen, aber ja, ist ganz schön. Ist das deine Hütte hier? Nein. Ich habe keinen Pilz gefunden bis jetzt, gesammelt. Komm, zeig mir einen Pilz und ich lass dich am Leben. Ich bin hier hochgegangen, ich habe noch nichts gesammelt, dann kamen die schon. Oh, alles gut, jetzt darfst du sammeln, komm. Zeig mir mal, wo du deine Pilze sammelst. Hier zum Beispiel, guck. Da. Da ist ein Pilz. Ja, siehst du das nicht? Ja, willst du mich verarschen, oder was? Verdammte Kacke, Junge. Willst du mich verarschen? In den Bergen gibt es Pilze. Wer hat zu dir gesagt, dass hier Waffenroute sich befindet? Keiner, ich weiß davon nichts. Ich kenne mich nicht aus. Ich gehe immer nur mit die Leute, wo Spaß ist und Action. Okay, wo sind die Leute? Das weiß ich nicht. Ich habe nur noch den Pinguin. Die andere kenne ich nicht. Kannst du die Leute hierher rufen, dass hier alles okay ist? Ruf die mal zusammen. Ja, natürlich. Sekunde. Hallo, Schatz. Wie geht's? Mega gut. Wie geht's dir? Ich habe mich verwählt. Ich will den Cowboy anrufen. Mhm. Ja, Cowboy, die wollen Ärger. Wer will Ärger? Auf dem Berg, Litfaßcoin. Du sollst kommen, sagt der Boss von mir. Du sollst hier hochkommen. Ich komm nirgendwo hin. Schöne Meli. Wie lange brauchst du? Okay, wir kommen. Beeil dich aber, ich bin hier oben, der lässt mich nicht gehen. Ciao. Wie lange brauchst du? Lass dich ausgehen, wenn alle hierher kommen. Wir haben keinen Helikopter. Schick einen Helikopter für meine Jungs runter. Auf gar keinen Fall. Ja, aber wie sollen die hier hochkommen? Ja, dann sollen die mit Auto hier hochfahren. Ihr sollt mit Auto hier hochfahren, die Landstraße. Was passiert denn das da? Das sind meine Freunde her, die dich alleine lassen. Tag. Ich kenne den seit 3 Stunden, den Cowboy. Woher soll ich das denn wissen? Mit dir bin ich hier. Du hast gesagt, er wird mir den Arsch aufreißen. Ja, der Cowboy, der Cowboy wirkt so, wie wenn er den Leuten den Arsch aufreißt. Der hat heute Morgen 2 umgebracht. Gell, Cowboy? Okay, leg mal auf, Dio. Ich mach dir jetzt ein Angebot. Ich bin eine ganz wilde Sau. Ich ruf dich gleich zurück, du wildes Schweinchen. Such schon mal im Heli. Dio, ich mach dir jetzt ein Angebot, ja? Na, Gott sei Dank. Ich weiß, wieso du hier bist. Du bist nicht auf der Suche nach Pilze, du bist auf der Suche nach Waffen. Ja, ja oder nein? Ja, natürlich, Junge. Natürlich, so. Du gibst mir die Nummern und gibst mir die Namen von den jeweiligen Personen, die jeden Tag hier sind, und dafür gebe ich dir eine Pistole. Ja, das Problem ist... Und ich lasse dich am Leben. Ich weiß diese Namen in Wirklichkeit, ich weiß die echt nicht. Du weißt nicht, wie die heißen? Maximilian, okay. Der Pinguin, ich weiß nicht, wie die heißen. Das okay, bist du mir bereit? Die Nummern
Ich hab auch die Nummer nicht nur von Cowboy. Ich hab von keinem. Gib mal Cowboy, ich will mal mit ihm persönlich reden. Ruf mal den Cowboy an. 0-1. Moment. Ruf ihn mal an, das ist ein guter. Aber ruf ihn auch jetzt an, der freut sich. Der Cowboy. Zeig mal, Nummer? 0172. Mhm. Sack 0. Ja. Sack 3. Also zwei Persönlichkeiten, jetzt warte doch mal langsam. 01726. 0. 01726. 0. Theo, willst du mich verarschen? 01726 06323. Wenn das nicht richtig ist, ramme ich dir mal ein Klappmesser in deinen Rücken, okay? Ulapalu, wunderbar. Ulapalu, auf jeden Fall. Ruf den an jetzt, ich will mithören. Mach laut. Der reißt dir so den Arsch auf. Ihr habt keine Ahnung, der Typ ist lebensmüde. Der ist komplett gefährlich. Der haut sich einen Sprengstoffgürtel unten drunter und kommt hier hin. Das ist genau diese Person, den ich suche. Ja, ruf den an. Solche Menschen möchte ich zu tun haben. Der ist wirklich gefährlich. Halt dich fern von dem. Von Cowboy. So, Ruhe. Gut, Ruhe. Bist du Cowboy? Wie heißt du? Dieter von Wurst irgendwas. Herr Manu, hör mir zu. Wenn ich dich erwische, schlitz ich dich auf. Ich werde dich jetzt 24-7 jagen. Hast du mich verstanden? Ich habe gerade von Pinguin deine Nummer bekommen. Und er hat gemeint, du bist jeden Tag am Farmen bei uns. Das ist kein Bluff. Zeig mir deinen Namen. Wie heißt du nochmal? Dieter? Dieter, alles klar, Dieter. Wir hören uns die Tage auf jeden Fall. Adios. Ey, die ballern hier rum. Schnauze halten. Wer ballert denn hier rum? Gib mir meine Waffe jetzt, was du versprochen hast, junge Leute. Ich bin doch da, ich kämpfe für euch. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ich jag den Cowboy mit euch, die Ratte. Aber solltest du einen auf uns schießen von uns? Natürlich, ich bin so jung. Wie lange kennen wir uns schon, Manfred? Aber dein Pinguin muss ich leider töten. Nein, mach das nicht. Das ist ein kleiner Junge. Diese komische Bewegung zu machen. Soll ich ihm killen? Mach das. Nein, das mache ich nicht, hör Theo, auf. Das machst du jetzt. Dickst du noch ganz sauber, ich hab dich auf die Idee gebracht. Theo, ich weiß, was du vorhast, jetzt geh weg von mir. Ich mach nichts. Ich hab nichts vor. Ich hab 50.000 bei mir. Gib mir die doch. Du tötest jetzt Pinguin, du kriegst 50.000 von mir. Das ist zu wenig. Wie viel? 1,5 Mio. Hey! Du hast das einfach gemacht. Nein, ja, Pinguin! Ich will nicht sagen, ne, aber war fast mein Fuß. Ihr erklärt es seine Mutter! So, Hustler. Shit. Ja. Wir sind wieder weg, ja? Ich bring ihn hier weg. Okay. Wir jagen Cowboy jetzt. Also, dieser Dieter Wurst, oder wie der sich nennt, den hole ich mir heute noch. Ich fliege, steig ein. Theo, verdammte Scheiße, ich bin's locker, Mann, wo steckst du denn? Ich komme jetzt mit einem Freund runter. Haben alles im Griff. Theo, versuchst du mich reinzulegen? Natürlich nicht, ich hab gesagt, ich komme mit einem Freund runter zu uns. Locke heißt die. Ich kenne die nicht. Locke, okay, da haben wir den zweiten Namen. Huch. Also ganz Würfelpack hierher gebracht, oder was? Ich kenne die nicht, ich bin einfach mitgefahren. Ich habe nichts zum Essen, ich sterbe. Ich habe dir Essen gegeben. Was denn? Lasagne. Lasagne habe ich nicht. Dann hast du keinen Platz, weil du zu viel auf der Waffenroute warst. Ich war nichts auf die Waffenroute, jetzt fahr doch. Cowboy, du bist es ja. Nein, ja bin ich, genau. Komm ganz alleine hier rein im Golfplatz. Ganz alleine im Golfplatz, ja? Ja, bis gleich. Da hinten kommt eher ein Helikopter von deinem. Was kommt denn? Ah, das ist Hustler. Hassan? Was ist das denn? Hustler. So. Ja, da bin ich. Du bist Dieter? Das ist der Cowboy, ja. Du bist Cowboy, ja? Ja, genau, ich bin der Cowboy. Howdy, Partner! Erstmal haltest du deine Fresse, ja? Sonst hau ich dich woanders hin. Alles klar, ja. So, hör mir zu, was machst du auf meiner Waffe? Du müsst euch doch nicht gleich prügeln. Wie bitte? Der Cowboy ist lebensgefährlich, pass auf, dass du keinen Scheiß machst. Der haut dir ins Maul. Was hast du gesagt? Hörst du mich schlecht, oder was? Was machst du auf der Waffenroute? Waffenroute? Was für eine Waffenroute? Waffenroute, da wo du deine Pilze sammelst. Gerne mit Theo. Ich kann ja dann gehen, oder nicht? Theo kann eigentlich gehen, oder? Wieso soll Theo gehen? Du siehst doch mal, er ist ein guter Chef, der Cowboy. Er schützt einfach seine Jünglinge. Ich kann dann gehen, oder nicht? Also hat er das sagen? Willst du gehen, Theo? Nein, ich guck mir das auch noch an, aber bitte prügelt euch nicht. Der Cowboy ist lebensgefährlich. Der macht dich gleich fertig. Der schlägt gleich zu. Ich renne hier tagelang in der Stadt rum und suche irgendjemanden, mit dem ich mich mal unterhalten kann. Yo. Ich sehe immer nur eure Handlanger, verstehst du? Und ich dachte, ich gehe direkt ins Herz, direkt in eure Produktion und suche jemanden, der mit mir mal ein ernstes Wörtchen am Tisch redet. Erstmal entschuldigst du dich dafür, was du gerade gesagt hast. Los. Was habe ich gesagt? Los, entschuldig dich. Entschuldigung. Du sollst dich umdrehen zu denen, nicht zu mir. Wie kommt denn ihr auf einmal her? Entschuldigt, Jungs, war nicht so gemeint, Mann. Ist das Hassan? Alles gut, wir wollen keinen Stress, Jungs. Jetzt bleibt doch mal ein bisschen entspannt, Mann. Lass uns eine Runde Golf spielen. Hat einer einen Golfschläger dabei? No, aber ich habe ein Klappmesser.
Willst du mit dem Klappmesser abschlagen? Wie soll das klappen? Ich guck mal kurz, ob ich was habe. Ich habe nichts. Hey, hey, hey. Ich habe auch nichts. Alles gut, Männer. Alles gut. Wir brauchen hier kein Blut. Wir brauchen hier nichts. Dreh dich erstmal um. Ich will erstmal sicher gehen. Ich hab einen Golfschläger. Ich vertraue keinen hier mehr. Dreh dich um. Ja, guck mal einmal. Ich habe nichts. Huch. Du hast wirklich nichts. Hallo, was mit meinem Golfschläger? Krieg ich den bitte wieder? Bitte einmal den Golfschläger, okay? Zurück, ich will gleich eine Runde abschauen. So, jetzt haben wir es. So, jetzt warte mal. Was haben wir denn jetzt? Hör mal zu. Was macht 5 Magazin, 4 Magazinhalter, 5 Mündung in deine Scheißtaschen? Wie bitte? Wie bitte? Was habe ich in meiner Tasche? Ich habe ein paar Kaugummis und meine Joints in meiner Tasche, mehr nicht. Wenn ich irgendwas in meiner Tasche habe, hat mir das jemand zugesteckt gerade. Nein, hat es nicht. Ich weiß von nichts. Also, was machen die Teile, die Waffenteile in deiner Tasche? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade am Krankenhaus aufgewacht, Mann. Du weißt nicht, was sie in deiner Tasche machen, okay? Weiß ich, muss mir irgendjemand zugesteckt haben. Selbstverständlich hat dir sie jemand zugesteckt. Ich sammle alte Teile, die rumliegen, bereite die auf. Eisenbahnen hast du bei dir drin. Eisenbahnen, na, das sagt doch das Wort schon. Hermano, vielleicht kannst du dich nicht dran erinnern, aber du warst nicht auf einer Route, du warst auf mehrere Routen. Naja, wenn gerade. Wir schon mal dabei sind, dann nehmen wir alle mit. Dann nehmen wir alle mit. Also und frisches Gras hast du nochmal. Also ganz warst du genau, auf der Drogenroute auch nochmal. Gönn dir was, hau dir einen an. Steck dir einen an, komm, Bruder. Ich steck mir keinen an, ich steck dir gleich Klappmesser in deinen Arsch. Nein, bitte nicht. Verdammte Scheiße, muss doch nicht sein. So, ich mach die Kabelbinder ab, dreh dich um und gib mir deinen Ausweis. Ja, ich geb dir meinen Ausweis. Sekunde. So, bitte. So, Jungs, Locke ist jetzt hier. Caballera. Caballera, Locke Caballera, genau. Caballera. Der Cowboy. Der Cowboy, genau. Also, ich denke mal, du wirst keinen Spaß mehr haben, ja? Wieso denn, verdammte Scheiße? Stech ihn nicht ab, ja? Tu ihm das nicht. Der hat nichts gemacht. Der kommt hier hin wie ein Ehrenmann. Er kommt aber auf die Blacklist. Aber das ist, guck mal, er kommt hier ganz alleine hin. Versprechen gehalten. Oder nicht? Wenn mich einer ruft, dann komme ich natürlich. 25.07.1991. Ganz genau. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Sorry, wollte ich nicht. Alles gut. Kato, schreibst du ihm bitte auch mal auf die Blacklist? Nee. Wen denn? Mein Kumpel muss doch nicht auf die Blacklist. Habt ihr seinen Ausweis? Alles gut, Locky. Gib mal denen im Weiß deinen Ausweis. So. Jungs, aber schwitzt. Nicht in also Theo braucht ihn nicht auf Blacklist setzen, er ist ein alter Bekannter. Er kennt mich da bisschen. Ach ja, jetzt kommt das. Super. Theo, kannst du auch ein gutes Wort für mich einlegen? Hallo, dein Ausweis. Mach dir keine Sorgen. Letztlich geht der Cowboy und ich, das passt schon alles jetzt. Loco, gib ihm dein Ausweis. Der Cowboy hat keine Probleme mehr mit euch und jetzt passt's. Schau mal einer an, was ich in deinem Arsch gefunden habe. Ein Golfschläger. Der ist mein Golfschläger. Ich wusste zwar noch nichts von dem, aber ist meiner, ja? Ja. Jetzt rate mal, wie tief der drin war. Der war gar nicht drin, der hat hinten nur in meiner Hose gehangen. Hey, der Audi gehört zu denen, ne? Nur zur Info. Wer kommt denn jetzt noch? Gehört der zu denen? Ja, der ist ausgestiegen. Okay, Mann, am besten zwei Leute, passt auf, warte. Einer mal den Helium verfolgen. Und ich habe noch gesagt, die orange Farbe steht für Frieden, ihr Trottels. Jetzt seid ihr richtig. Schieß den Platten. Oh, verdammte Kacke. Oh, verdammte Scheiße. Ey, ich stehe hier im Kugelhagen, Junge. Seid ihr noch ganz sauber? Leg dich hin. Ich leg mich hin. Verdammte Axt. Aber der Rasen ist schön gepflegt hier. Das muss man sagen. Riecht gut, das stimmt. Riecht richtig gut. Bleib doch unten. Die schießen immer noch. Bleib unten, Locke. Wir sind tot. Perfekt. So, Locke, Ausweis her. Wieso denn schon wieder Ausweis? Schon wieder, oder was? Weil ich die ganze Zeit auf deinen scheiß Ausweis warte. So, bitte, hier hast du. Locke Caballera. Au, oh, falschen. Ja, meine Frau, lebt die noch? Jetzt nicht mehr. Ey, was soll das denn? Warum habt ihr meine Frau gecoat gemacht? Theo, siehst du das? Was ist denn das? Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist meine ein Frau. Gangster und irgendeine Dame. Das ist meine Frau! Das hier ist deine Frau? Ja! Das ist deine Frau. Wie, das ist deine Frau? Das ist meine Frau! Okay, pass auf, ich hab einen Vorschlag. Pol. Also ich würde sagen, wir bringen euch jemanden, der Tag ein und Tag aus auf den Routen unterwegs ist bei euch. Auf gar keinen Fall. Und als was denn? Wenn das solche Theo, geh bitte mal von meiner Tasche weg. Das reicht mir jetzt langsam, Theo. Geh mal bitte ein Stück von meiner Tasche weg. Danke. Komm, Locke. So, ich würde vorschlagen, wir bringen euch jemanden, der auf den Waffenrouten unterwegs ist und dafür
drückt ihr bei uns doch mal ein Auge zu. Das war nicht so gemeint, Mann. Wir wollten doch gar keinen Stress machen. Ihr habt meine Frau umgebracht. Locke, mach was. Außerdem habt ihr seine Frau umgebracht, ja. Hallo. Ja, war der auch auf der Route? Hallo. Alle waren hallo, mein Psychologe. Kollege. Mann, ist heute so ein Würfelball. 70-59 an der roten Fahne Golfplatz. Wir warten auf dich. Beeil dich. Ist dringend. Mach mal ein Dispatch. Ich bin am Krankenhaus. Ich muss hier jemanden abholen hier. Bring was mit. Was Wumms macht. Ich, hallo, ich muss mich jemand abholen am Krankenhaus, Kollege. Ich kann dich nicht am Krankenhaus abholen. Ich bin hier in Gewahrsam. Was für ein Gewahrsam denn, Junge? Carlo Cartel. Ach du Scheiße. Ja. Was, hast du mit dem am Hut? Ich stehe hier mit dem neuen Cowboy. Ach du Scheiße. Ja, ich komm so schnell dahin. Ja. Okay, wenn nicht, dann mach was ich mit Bumm. Ja, mach mal den Bruder. So, wunderbar. Hör doch auf. Bitte nicht, bitte einmal Gnade vor Recht gehen lassen. Was soll denn das hier, Mann? Wir sind normale Bürger, Mann. Lied für Säule. Wenn ich das wir sind schon so lange Freunde. Wer war das? Okay. Echter Anführer. Ich muss, ja, der echte Cowboy. Das ist nicht der Cowboy hier. Das ist nicht der Cowboy? Idee. Nein. Ruf deinen Cowboy an, dann wirst du sehen, es ist ein anderer, der rangeht. Ich hab dir die Nummer gegeben. Probier's. Okay. Das ist der echte Chef. Wir sind nur seine Handlanger. Hola, Cowboy. Das ist er, siehst du, Gott sei Dank. Das ist er, ja, sehr Gott sei Dank. Leg dich hin, leg dich hin. Die sollen sie ihn doch ficken und nicht uns. Also zwei Leben schon mal an dir. Es sind nur noch zwei hier. Kotzt mich an, der Cowboy. Nervt mich auch, der Wichser. Cowboy, du hast Glück gehabt. Siehst du, ich hab dir's doch gesagt. Nicht versäule. Er ist unterwegs. Ein Freund. Er ist unterwegs. Ich sag dir jetzt, wie das ist. Der unterdrückt uns. Wir müssen alles machen, was der sagt. Ich hab die Schnauze voll. Lass ihm das mal eine Lehre sein, diese Ratte vom Cowboy. Also, ich hab wirklich gedacht, das ist hier der Cowboy, aber ihr habt Glück gehabt. Nein, das ist nicht der Cowboy. Wir machen nur, was er sagt. Schau mal, wie es ist. Du siehst, was passiert ist. Ihm ist es scheißegal, ob ich euch umlege oder nicht. Der Cowboy bringt einfach ein Bauernopfer hier hin. Locke, wir sind seine Opfer. Seht ihr meine Narben? Guckt euch meinen Rücken an, Jungs. Seht ihr meine Narben? Das war der Cowboy, Mann. Beende das mit dem Cowboy, Litfaßsäule, wenn du uns liebst. Der peitscht uns aus. Also Cowboy, beende das. Mir leid. Ich dachte für den Anfang, das war deine Nummer. Nein, war aber ich habe mich getäuscht. Der Cowboy hat ihn nur geschickt. Als Hast du kurz eine Minute für mich, Cowboy? Wen meint er denn jetzt? Meint er mich? Ja, der meint dich, der neue Cowboy. Zum der Glück falsche. Nicht. Wer von euch ist Hassan? Wir sind Hassler. Ach so. Das habe ich vorhin nicht verstanden. Mir gefällt der mit der Clownsmaske. Von die Filme. Birch. Naja. Habt ihr das geguckt? Jeden zweiten Samstag. Wie findet ihr die Serie? Kacke. Ja. Erste Teil war besser, ja? Naja, gut. Ich wollte nur testen, ob ihr mir die Wahrheit sagt oder nicht. Natürlich. Du hast doch dort angerufen. Wir verarschen dich. Ist die Nummer von Locke hier. Nein. Nein. Okay, pass auf. Lass uns die Nummern kontrollieren. Ruf Lockes Nummer an. Moment. Okay, ich ruf dich jetzt an. Ja, gib ihm deine Nummer, Flocke. Jawohl. Ich geb dir meine Nummer. Jawohl. 0176. So fängt's an. Meine Nummer ist 01726. Warte, schreib meine Nummer auf und ruf mich an. Jetzt schwitze ich schon mal, jetzt ich meine, hier Fehler passieren können. Also ich wollte euch kurz testen, aber ich denke, ihr denkt wirklich, ich bin dumm, ja? Jo, du wirst gleich merken, wer hier der Blöde ist. Ruf die Nummer an. 01726 81793. 017 was? 01726. Jo. 81793. So, und jetzt ruf mal an. Was passiert? Guck mal einer an, wo es klingelt. Huch. Hallo, sprecht mal. Hast du mir gerade eine SMS geschrieben? Oh, jetzt. Und? Entschuldige dich. Ja, ich bin's Locke, Mann. Na, guck mal. Ist jetzt alles gut, Mann? Ja, guck mal, wie er guckt. Ja. Oh, mein Handy klingelt. Ich muss rangehen. Wer ist das? Wo bist du denn, ey? Cowboy, bist du's? Wo bist du? Ich bin am Golfplatz in der Mitte. Komm hier hin. Wir warten alle auf dich. In der Mitte vom Golfplatz? Ja, wie heißt das hier? Ja, ich komme. In die Mitte. Der kommt jetzt. Wer kommt? Cowboy. Okay. Ogen wird der auch genannt. Aber okay. Lass ihn nicht hören, dass du Cowboy wissen, sagst. Weil ich nicht unnötig ey, wir dürfen Menschen nicht umbringen. Cowboy sagen, ja? Wir dürfen okay nicht Cowboy sagen. Pass auf, ich sag dir was. Wir müssen ihn Lord nennen. Wir müssen Papa sagen zu ihm. Nenn ihn einfach Hulk Ogen. Ich soll zu ihm Papa sagen? Ja, wir müssen alle Papa zu ihm sagen, ja. Ja, ihr, aber nicht ich. So, dann warten wir mal. Was machen denn deine Ayupaisa? Oh, da ist er doch. Guck mal da vorne. Oh, warte mal. Huch. Ist das. Ich krieg jetzt auf den Arsch oder was? Ist auch super aus, mein Freund. Danke dir. Guck mal, Cowboy hat sich schön rausgeputzt.
Papa! Ja, den haben wir auf der Waffenroute aufgegabelt. Hallo Vati! Was machst du auf der Waffenroute? Hallo Papa! Hallo! Theo! Ach, schlag uns nicht! Schlag uns bitte! Was machst du auf der Waffenroute, Junge? Ich kann's auch nicht ändern, dass die das alles wissen jetzt. Es tut mir so leid. Wir wollten nichts sagen. Sorry, die haben uns gezwungen mit einer Waffe. Okay, komm mal zu mir. Was soll ich machen? Tickt die noch ganz sauber oder was? Aber okay. Die Goldkette sieht so schön aus, Vati. Hier zu mir. Nix, Vati, halt die Schnauze! Da hat nicht geglaubt, die ganzen Scheiße noch, was diese Vollidioten. Wer ist überhaupt der andere Typ da hinten? Wer ist das? Cowboy. Nein, das ist ein Cowboy. Wer ist diese Powerlocke da hinten, Theo? Flocke. Ja, wer ist das? Ich kenn den auch nicht so gut. Ach, du kennst den auch nicht so gut. Das ist ja super. Und was hast du jetzt mit den Leuten hier zu tun? Können wir mal bitte einer aufklären jetzt hier? Ja, hallo. Papa, ist gut. Ja, wie gesagt. Er war auf der Waffenroute mit den anderen Leuten. Theo, einmal zu mir. Ja, natürlich! Und die... Also Theo, ich habe jetzt von dem Plan mitbekommen, ja? Hör zu, Theo. Ja? Ihr stecht, also Locke soll ihn jetzt, den Cowboy da hinten abstechen und ihr zwei könnt dann abziehen. Wir können abhauen, Theo. Ich steche ihn ab oder laufen wir ab? Das ist sehr, der euch erlaubt hat, zu Waffen. Ja, genau, das hat er auch mal verdient, der Wichser. Kommt er hier mit seinem roten Anzug und macht auf Friede, Freude, Eierkuchen. Der Penner kriegt jetzt den Klingelbauch. Gib her, yo. Braucht ihr diesen Lockentypen da überhaupt noch? Oh, aha. Guck mal, wie er mit mir ist. Ich glaube, es wird doch er. Oh, verdammt. Ich würde mir jetzt gerne einfach mal eine Kugel verpassen, weil dieser kleine Wichser meint, meinen Namen in den Mund zu nehmen, obwohl ich die Typen nicht mehr kenne. Jetzt reicht's. Ich guck nicht hin. Ich guck weg. Igor! Was ist denn jetzt los? Er will ihn abstechen. Oh, verdammte Kacke. Flocke. Gut, dann ist das ja jetzt geklärt. So, Theo, kannst du mir mal erklären, was die Scheiße hier soll? Hä? Hallo? Du hast Flocke umgebracht. Ja, sicher habe ich ihn umgebracht. Wer ist denn der Wichser überhaupt? Was nimmt der meinen Namen in den Mund? Ich weiß es auch nicht. Ich kenne den auch nicht. Ja, und was rennst du mit dem rum? Und was hast du hier auf irgendwelchen Routen zu suchen? Siehst du, wie er mit uns umgeht? Die meinten, du hast sie auf die Route gelassen. Ja, na klar, Junge, ich weiß noch nicht mal, wo ihre Route ist. Ich weiß noch nicht mal, wo ihre Route ist. Ich möchte dir nichts mehr Falsches sagen. Was habe ich damit zu tun? Gehen. So. Mach was. So, ich nehme jetzt. Ja, den anderen habe ich ja umgelegt. So. Mhm. Und mit Theo rede ich mal, weil der ist ein bisschen, ne? Oben in der Biene. Willst du Theo auch umlegen? Nein, Theo lege ihn um. Ich habe Angst, dass er mich umlegt. Und wenn, dann musst du beide umlegen. Hey! Theo Brinium. Der ist, du musst verstehen, Theo ist ein bisschen oben in der Birne. Das ist normal bei dem. Ganz den genau. Anderen da kannte ich nicht, der wäre mir scheißegal, der Typ. Theo, wer ist dieser Cowboy, der mir den Arsch aufreißen will? Einmal ist es Flocke, einmal ist es er, einmal bist es du. Cowboy kann jeder sein. Hör auf, du hast doch seine Nummer! Ruf ihn an! Theo, du weißt schon, was passiert, wenn du jetzt nicht aufhörst, Scheiße zu erzählen. Die Jungs haben eine Waffe auf deinen Kopf gerichtet. Aber das könnte sich ganz schnell wieder ändern. Ich würde anfangen, mal jetzt mal die Wahrheit zu erzählen, Theo. Es gibt keine. Theo, ich vertraue dir, du weißt das. Ich habe schon so viele Cowboy? Wahrheiten jetzt gehört, dass ich selber nicht mehr weiß. Wie heißt der Cowboy-Typ? Didi. Hä? Wie? Dietmar. Oder wie heißt der denn? Dietmar. Dieter, irgendwas mit Wurst, keine Ahnung. Genau. Ja, und wo ist der? Wurstkorb? Ich weiß es nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Er hat Angst gekriegt wahrscheinlich. Und er schickt jetzt erstmal Flocke. Jetzt hat er den anderen geschickt. Er kommt nicht selbst. Er ist ein Phantom. Okay, kann ich ganz kurz mal mit Theo alleine sprechen? Er ist verdammt nochmal stärker als Spider-Man. Der Typ ist Spider-Man und Superman in eins. Theo, zeig mir die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Loki ist jetzt schon tot. Ja. Ist der Spider-Man hier hinter mir Cowboy? Nein, das ist auch ein Handlanger von Cowboy. Ein Handlanger? Ja. Cowboy schickt immer wie neue Cowboys. Wie finde ich diesen Cowboy? Du hast seine Telefonnummer. Aber weißt du, was mir gar nicht gefällt? Er ist über 60 Jahre alt. Er ist ein ganz 60. Durchgefuchster mit Zigarre, ja? Mr. Bitcoin ist 63. Ja. Und Cowboy ist wirklich auf der gleichen Höhe vom Niveau. So, hör mir zu. Soll ich jetzt den Spider-Man hinter mir umbringen oder nicht? Nein, lass ihn leben. Du das wenn du diesen Cowboy sichtest, ja. Du lieferst ihn mir aus. Natürlich. Und dafür kriegst du 10 Pistolen von mir. Gewehre? 10 Pistolen. 0. 5 Pistolen kriegst du normal und 5,50er. Du schreibst mir eine SMS, wenn es soweit ist. Okay, Jungs. Tschüss, schönen Abend. Ja, und ich will euch nicht mehr auf der Waffenroute sehen, ja? Natürlich. Also, da, Jungs.
Du musst den Cowboy finden. Ciao, ciao. Komm jetzt, Adios. Passt auf, dass euch der Cowboy nicht die Stadt raubt. Ich sag's euch. So, wunderbar gelaufen, dass ich hinkomme, da ich 4 Mündungen auf meine Fresse gehalten habe. Wunderbar gelaufen wieder. Ey, Otheo von Alki ist einfach der beste Typ. Wie er sich in Lügengitter strickt. Und Flocky macht auch noch mit, wie ich am Telefon ihm verkaufe. Cowboy, du bist es doch. Ja, natürlich bin ich Cowboy. Ich bin schon ziemlich am Arsch, Junge. Ja, das merkt man gar nicht. Aber mir fallen auch gerade die Augen ein bisschen zu. Bei mir 2 Tage schon, quasi. Ja, ich bin seit gestern Morgen 5:30 wach. Ja, das ist ähnlich. Was ist denn? Ey! Chapo! Chapo! Hallo! So ein Trottel. Das kann doch nicht sein. Ja. Theo, das ist der Unterschied, wenn man nicht Hulk Hogan ist. Verstehst du? Kann auch durchs Feuer gehen, Junge. Gar kein Problem. Hell in the Cell Match, Junge! Ja, wir hören dich, wir sind nicht taub. Okay, folgendermaßen, ich erzähle eine Geschichte und ihr könnt euch aussuchen, in welchem Akzent ich die erzählen soll, ja? Ja. Sächsisch. Also zur Auswahl steht Sächsisch, ja, Molörisch, das können wir gleich machen hier, und in Stelle, das soll ja kein Problem, also. Kein Sächsisch. Weiter. Geht Sächsisch mehr oder was? Nee. Dann können wir zum Beispiel noch Holländisch machen, dann können wir noch Polnisch machen, das ist alles gar kein Problem. Polnisch bitte. Natürlich. So, auf der Kurve hier war, ne? Ist doch alles gut hier, meine Freunde, ne? So, guck mal, was steht hier auf dem Tisch? Ein paar Becher, wir gucken mal, was ist da drinnen? Irgendwas zu saufen? Nein, anscheinend nicht. Mein Go hat er. Einmal Ja von mir. Das war's jetzt? Also ich weiß nicht. Rote Bitch, was meinst du? Ich hab da gar nicht gesehen. Rote Bitch? Es reicht nicht. Es reicht der nicht. Rote Junge hat den Tod. Ich hab die Goldene Buzzer aktiviert, der ist ich direkt im Finale. Ich hab da gar nichts gesehen. Ich hab da auch nichts gesehen. Ja, du siehst auch nichts. Der hat nur gefragt, ob in dem Becher was zu gesaufen. Halt die Schnauze! Das gehört? Die Hörgeräte rein, du Opa. Schnauze! Rote Bitch, lässt dir das gefallen? Sieht aus wie ein Tampon, verstehst du, wie mir Quatsch? Oh mein Gott. Sieht aus wie ein Tampon. Aber oben ist die Schnur. Die Haare sind die Schnur. Geht es jetzt um mich oder um Kalle? Weißt du, genau. Sieht aus wie Apollo Creed Verschnitt hier, macht die einen auf keine Ahnung was und hat nichts drauf. Was hast du denn drauf? Zeig doch mal, komm doch mal nach vorne. Ich hab einiges drauf, Junge. Ja, weil du hast nichts drauf außer Zahnbelag, du Feigling. Ja, komm, ja. Gehen wir wieder zurück in die 70er. Du bist aus 2000 oder was? Miami Vice hat angerufen, die wollen ihr Hemd zurück. Richtig. Kannst du noch einmal für mich den Polen machen, wenn du schon streitest im Polen nicht? Sonderpfeife, Kurva, guck dir den an mit den roten Anzug, Kurva. Den hau ich einen rüber, da wird er nie wieder wissen, ob er mein Leib bleibt. Ja, genau, Kurva. Genau, Kurva. Das ist die größte Pfeife, die hier rumläuft, Junge. Ja, genau, Kurva. Wirklich. Tausch Stange, Zigaretten, Palmal, okay. Also, ich sehe ihn schon in der Show, aber ich sehe ihn ja an der Tür. Die Gäste beleidigen, das sehe ich nicht. Danke, Palmal. Mach noch einmal die Polen, was verkaufst du auf dem Markt? Ich verkaufe viele Sachen, ne? Boss, Hugo Boss, Nike Air Max, was brauchst du? Parfüm. Das heißt nicht Job, das heißt Jurp, ne, weißt du Bescheid. Ja? Wenn du brauchst, sagst du mir Bescheid, mein Freund. Jupp. Genau. Alles klar. Gierkchen, Fisch, alle Handfeuerwaffe, was du brauchst. Gierkchen! Für die Opas auch Viagra. Für den Typen im Rot. Warte, hast du gerade gesagt, ich brauch Viagra? Jo! Du Arschloch. Frag mal den Typen im Rot, ob das seine Jacke auch aus der Männerabteilung gab. Oh mein Gott. Wie sieht der Nomad aus? Socken, los, yo, Kebab! Yo, Dad, what's happening? Kante, was happening? Was tickst du's richtig? Ich hab ihn umgezogen, Onkel. Theo. Kennst du Mama, mich auch? Mama, ich war ein bisschen mit. Was ist denn das für ein Einschluss? Ja, wie sieht denn der Junge aus? Du ziehst den T-Shirt an für Übergrößen. Big and Beauty, ja, oder was? Sieht doch cool aus, oder? Der sieht damit, doch richtig cool aus, Theo. Das sieht total kacke aus. Ja, nein, aber so haben die mal Respekt vor Norbert. Du gehst wieder ins karierte Hemd. Luisa, ist doch kein Umgang. Chill, Hast du mich so schlecht in Erinnerung, mein Luisa, Lieber? Du kannst doch nicht meinen Sohn zum Glücksspiel verführen. Und guck mal, wie du ihn anziehst. Ich verführe ihn doch zu was ganz anderem, Theo. Ja. Und dann mach doch, was du willst, Junge. Wie Norbert, viele das wird hast wieder du? Umgezogen. 40. Ja, Dad, chill. Was für chill, Junge? Was sind das auf einmal für Marotten? Ich verstehe kein Wort. Kommt das von dieser Luisa? Das ist cool, Dad. Luisa macht das so. Das ist doch nicht cool. Das ist die Pubertät, das geht auch wieder vor. Die Luise kommt aus dem cool Plattenbau, aus. Kommt die! Das ist ein Ghetto! Ja, aber hast du mal gesehen, was sie für ein Arsch hat? Ja, deswegen musst du doch nicht alles mitmachen, die soll machen, was du sagst.
Abgeschlossen, Mann, verdammte Scheiße. Jawohl. Ja, knall weg den. Ja! Knall weg den Zylinder. Ja, Papa, kriege ich meine Waffe wieder? Das ist nicht deine. Natürlich ist das meine. Die hat Papa heute frisch gekriegt. Von Kalito-Clan. Chio-Clan. Wie heißen die? Kala-Clan. Papa, von mir kriegst du keinen einzigen Euro, wenn du nicht sofort die Hose aufziehst und die übergroßen T-Shirts aus. Und was hast du da für eine komische Slip-Einlage um deinen Kopf? Ich hab eine 11. Ich hab doch nicht zum Wechseln jetzt hier. 16. Lisa, das soll hört mir auf. Ziehen? Ihr dickt doch keine nicht richtig. Ja, aber guck mal, wie hübsch sie aussieht. Wo denn? Muss ich halbe Mio setzen. Hast du gerade gesagt, du findest mich nicht attraktiv, Theo? Wie kann man denn so von sich selbst überzeugt sein? Ja, guck mal, mein Schatz ist fast so groß wie ich. Ja. Was für Chi? Chi! Gegen eine 6 lässt man stehen nochmal. Okay, ich lass stehen. Normalerweise überkauft sie sich jetzt, wenn das hier kein Fake-Scheiß ist. Jawohl! Und jetzt nochmal eine 10. Ja, aber du. Ja, was ist das hier für eine Fake-Scheiße? Scheiße, jetzt wieder eine Million weg! Theo, verleihe, du Arschloch! Ich hätte so gespielt. Lass stehen, was hat der gezogen? Eine 8, hast oder? Hast du wieder verloren, Opa? Ja, wieder eine Million. Er meinte den am Nachbartisch, nicht dich. Oder nochmal eine Mio, hör doch auf zu heulen. Und du liebst deine Becky. Ja, das stimmt. Dann werd dir wieder bewusst und schieß die Alte hinter dir ab. Ja, aber Luisa... Hey! Ich hab hier Geld drauf gesetzt. Ich und Norbert sind ja nur Freunde. Spinnst du? Wie komme ich jetzt an mein Geld? Wie kann ich jetzt spielen? Ich und Luisa, wir sind nur Freunde plus. Jetzt sehe ich meine Karten nicht. Ich glaube, du musst powernappen. Nein, musst du nicht. Du hast nass. Ja, wunderbar. Sag mir Bescheid. Jetzt hat die mich weggeboxt. Jetzt sehe ich das nicht. Hä? Sag mal, gehst du mal von meinem Schoß runter, verdammte Scheiße? Was ist denn das? Er hat 21 gezogen, der Wichser. Ich sagte die Louis Vuitton, ey. Die schuldet mir was hab ich denn jetzt? Ich sehe nichts mehr. Hast doch gewonnen. Ich hab verloren. Tja, siehst du, nächstes Mal bist du nicht so frech. 160.000 krieg ich von dir. Ja, eine Million! Drauf! Komm! Warte doch, ich hab nicht gesetzt! Oh mein Gott! Ich hab dir das... Wie kann man so blöd sein? Oh, ich sehe nichts. Warum wartest du denn nicht? Ja, weil du brauchst mir zu lange. Ja, weil dein Sohn völlig irre ist. Nein, das ich mach jetzt Auge. 13 lass ich stehen. Nein. Du kannst doch die 13 nicht stehen. Natürlich. Völlig so irre. Spielt man das im richtigen Casino. Jetzt ist die Mio weg. 12 und eine 10 gewonnen. Verdammte Kacke! Ich sag, wie lange bist du jetzt schon wach? 2 Tage. No, das muss aber gutes Koks gewesen sein. Hä? We're praying for the rain day. Making for the rain day. We sing and fall and prove well, hallelujah. Well, it goes like.